Erinnerst du dich an ein ganz besonderes Weihnachten in deinem Leben? Oder erinnerst du dich an ein Geschenk, das dich mit Freude erfüllt hat? Darüber gibt es eine Erzählung, aufgeschrieben von den Diakonissen von Aidlingen. Ich erinnere mich an ein Weihnachten aus meiner Kindheit, das mich tief beeindruckt hat. Es ist immer noch unvergesslich. Meine Patin hatte mir eine dieser alten Stucktassen geschenkt, sehr schön verziert. Auf der Außenseite der Tasse stand der Spruch „Zum Andenken“. Und auf der Innenseite, stell dir meine Freude vor, die Tasse war vergoldet. Das Geschenk hat mich fasziniert. Was für ein Schein in unserem Haus. Und ich habe mich so sehr darüber gefreut, dass ich die wundervolle Tasse nahm und einfach losrannte, um sie meiner Mutter zu zeigen. Aber dann ist es passiert. Ich stolperte, fiel hin und die Tasse, ach, mein ganzer Stolz, zerbrach auf dem Boden in tausend Teilen. Ich war bestürzt. Ich schaute auf die Scherben der Tasse und meine Augen füllten sich mit Tränen. Zusätzlich zu dem Schmerz, den ich fühlte, überkam mich plötzlich eine große Angst. Ich dachte über die Bestrafung nach, die kommen würde, denn eine solche Unaufmerksamkeit würde bei uns zu Hause bestraft. Ich bückte mich und sammelte weinend einige Scherben. Ich ging zu meiner Mutter und streckte mit gesenktem Kopf die Hände aus. Und dann habe ich auf die Bestrafung gewartet. Aber die Strafe kam nicht. Es gab auch keine Beschimpfung, gar nichts. Als ich langsam meinen Kopf hob und meine Mutter ansah, funkelte es in ihren Augen. Vielleicht waren es die Verspiegelung der Weihnachtslichter. Sie war gerührt und sie war voller Verständnis. Meine Mutter schüttelte nur ein wenig den Kopf, aber sie bestrafte mich nicht. Ich konnte es einfach nicht glauben. Es war wie ein Traum. Zu dieser Zeit begann mein Kinderherz zu spüren, das ist Weihnachten. Ja, das ist Weihnachten. Auch mit Schuld, aber ohne Strafe. Mit Sorgen, Schmerzen, Tränen sogar. Und trotzdem sicher sein zu dürfen, dass ich geliebt werde. Bei der Geburt Jesu sagte der Engel zu den Hirten: Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr. Jesus kam also, um unserem Lebensscherben auf sich zu nehmen und uns Vergebung und Liebe zu bringen. Alles kann man zu ihm bringen, unsere Fehler, unsere Fragen, unsere Sorgen. Mögen sich die Lichter der Advents- und Weihnachtszeit in deinen Augen spiegeln und dir Mut machen und erneute Kraft schenken, um immer einen neuen Anfang wagen zu können. Das ist Advent. Das ist Weihnachten.